Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden das gewohnte Kommentatorenteam. Wir sind bereit und ich glaube, Sie daheim sind es auch. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Sie gehen dazwischen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kann er was draus machen? Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Rodriguez, die Gelegenheit, um zu flanken. Gute Aktion. Riesenchance. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da kann er ihn stoppen. In den freien Raum. Den hat er super gehalten. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Guter Vorstoß da jetzt. Jan Villa. Und es geht mit Abstoß weiter. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Er passt gut auf und hat den Ball. Das gibt Einwurf. Gut dazwischen gegangen. Was macht er draus? Per Pari mit Mai. Die gehen dazwischen. Ballverlust. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Klasse Aktion. Ja, könnte was werden. Das macht er sehr gut. Heternay. Viel Übersicht bei diesem Pass. Aber dann verlieren sie doch noch den Ball bei diesem Steilpass. João Carvalho. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Er kann es machen. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung.
Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Eck in den Strafraum. Ja, das müssen Sie eigentlich anders lösen. Häterney. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sie suchen nach der Lücke. Da muss die Abwehr aufpassen. Gibt's jetzt die Torschuss. Er schießt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Ball erstmal weg. Häterney. Schöner Pass. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Rodriguez. Mvila. Jetzt in der Anspielstation. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gefährlich jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Häterney. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da trennt er ihn fair vom Ball. João Carvalho. Rodriguez. Sieht gefährlich aus. Den Ball hat er. Häterney. Schöner Pass. Die Gelegenheit für die Flanke. Muss Einwurf geben. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Und direkt zurückgespielt. Schönes Zuspiel.
Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Toivio. Pass wird abgefangen. Klasse, wie er dahin geht. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Super dazwischen gegangen. Schirmt den Ball da super ab. Ball kommt. Vielleicht der Anschlusstreffer. Da sind sie wieder. Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. El Arabi. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Auf außen ist Platz. Jetzt könnte die Flanke kommen. Guter Zweikampf. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Denkbar knapp verlieren sie hier. Das wird sie ärgern. Man hatte so den Eindruck, da war mehr drin. Das wissen sie natürlich auch. Ich glaube, im nächsten Spiel treten sie wieder anders auf. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.